Willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Minecraft mit mir, dem Timmy und dem Pascal Konsolenschwein. Hallo. Ich glaube, das ist echt das erste Mal, dass du nicht sagst, Kirmen, Acker, blablabla, Acker, ja. Nein, ich glaube, das habe ich schon öfters gesagt. Echt? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann ja mal nachgucken, wenn ich viel Zeit habe. Willkommen zurück zu Minecraft. Wir nehmen heute wieder auf. Wir haben auch schon gestern aufgenommen. Und kann mich nur erinnern, wie gestern so gegen Ende das alles ein bisschen kurios war, die Aufnahme. Dass wir da irgendwie alle halb tot waren oder so. Und du dann einfach nur noch diese Steinwände abgebaut hast. Das war sehr komisch. Richtig. Aber jetzt, was eigentlich so zum neuen Ritual werden sollte, gehen wir erstmal wieder ins Theater. Können wir vielleicht erstmal schlafen? Ja, können wir auch. Dann gehen Krass, wir ins beim Shader, Ankündigungszentrum. Beim Shader gibt es keinen Blitz. Gibt es bei dem Shader einen Blitz? Ich spiele nicht mit Shader. Schauen. Achso, ist auch schon gut. Nee, bei dem glaube ich auch nicht. Krass. Krass. Da ist ein Monster in der Nähe. Wo sind die scheiß Monster in der Nähe? Willst du mich verarschen? Lol, das ist erstmal ein Enderman. Wieso ist hier ein Enderman drin, Alter? Die wollten einen Ofen klauen. Die Kohle aus dem Ofen. So. Jawohl. So. Dann schwingen wir mal kurz unsere Ärschchen rüber. Ja. So krass. Oh, super. Bei mir ist alles noch nass. Die ganze Boden und alles. Nass. Nass. Wie denn nass? Also das sieht so aus, als würde es so nass sein, so feucht. So, okay. Liegt vielleicht am neuen Shader. Noch wahrscheinlich. Yep. Wie weit willst du denn jetzt eigentlich weglocken? Eigentlich nach draußen. Uah. Okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Oh, fuck. Alles nochmal neu aufbauen. Ach man, bist du blöd. Kannst du nicht einfach mal einen Creeper kaputt hauen? Nein, die Bänke waren im Weg. Deshalb wollte ich das Ding auch rauslocken. Lol, der nächste. Och man, Alter, ich war doch weit genug das weg. Das mache ich aber nicht wieder sauber. Ja, das mache ich gleich wieder. Ja, das hoffe ich doch. Willst du erst ankündigen oder soll ich erst sauber machen? Oh, jetzt fühle ich mich hier erst recht wie so ein, wie in einem Raumschiff, ey. Und so, dass wir hier in der Luft so ein bisschen hängen. Komisch. Wir machen erstmal die Ankündigung. Alles klar. Na ja, Lichter aus. Du auf deiner Seite auch. Und dann bitte ich einmal Pascal nach vorne. Yeah. Fum. Geil. Ja. So. Ich habe anzukündigen, dass ich nichts weiteres anzukündigen habe, denn ich werde hier die U-Bahn weitermachen. Und danach werde ich einfach mal schauen, ob ich eine Burg mache, Kathedrale oder keine Ahnung was. Deswegen. Einfach mal schauen und... Das war's von mir. Darf ich noch kurz was reinrufen? Ja, du hast vor der Aufnahme irgendwas von einem Polizeipräsidium gelabert. Ja, da muss man schauen, ob ich das mache. Okay. Weil das wäre echt nur aus dem Gedächtnis und das. Du weißt, wie es aussieht, wenn ich etwas aus dem Gedächtnis mache. Ja. Gut. Danke. Die Welt wurde gespeichert. Ja. Lichter wieder aus. Und ich rufe den Kiri mal nach vorne. Jawohl. Hallo, Buh. Hallo. Danke. Ah. Okay. Herzlich willkommen zu der Versammlung heute. Wir haben ja schon gehört, was Pascal gesagt hat. Ich mache
Ich wollte mal fragen, was jetzt eigentlich mit einem Lagerhaus ist. Einem Was, Lagerhaus? ja. Ob wir noch eins machen wollen? Weiß ich nicht. Willst du das so schön verpacken oder so, oder willst du da einfach so einen Steinblock hinsetzen? Ach so, so meinst du das? Nee, eigentlich so ein anständiges Lagerhaus. Weiß nicht. Eigentlich könnten wir ja mal eins machen, ne? Ja. Also, ja. Daran habe ich nur mal gedacht, irgendwie, weil wir das ja im letzten Let's Play auch gemacht haben. Das wollte ich nur mal so in den Raum werfen, aber ansonsten habe ich absolut nichts zu tun. Warum eigentlich nicht? Ich werde mich noch im Internet durchgucken. Danke. Yeah! Jawohl, raus hier. So, ich werde jetzt gleich erstmal Das schön hier Loch diese, wieder genau, zumachen. stopfen. Aber nicht einfach mit Erde. Nee, nee. Einfach so mitten im Raum Erde platzieren. Ja. Ach stimmt, wir haben ja hier noch diese, ja, dieses Nike Product Placement. Aber dazu brauche ich erstmal Schienen und so weiter. Wir haben voll kein Holz mehr. Voll krass. Ich will mich irgendwie durch irgendwas inspirieren lassen, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Gib du mir mal Vorschläge. Ich habe mich immer so inspirieren lassen von der echten Welt. Also so, was man so in der Stadt und alles Ja, sieht. das habe ich auch mal hab gemacht lassen. Wieso machst du es nicht? Pff, war mir das bisher noch nicht eingefallen ist, das zu machen. Ja, mal überlegen. Du könntest ein Einkaufszentrum machen. Das habe ich im Internet gesehen, ist aber mega Ja, riesig. ich kann es aber auch lassen. Ja. Ich weiß, ich glaube, ich habe sogar mal eine Liste angefertigt mit irgendwelchen Dingen. Ich guck mal kurz da rein. Wo nicht, dass ich sterbe, lieber irgendwo rein in eine Caravan. Stimmt, ich muss mir auch mal so eine Liste machen, was ich so machen will. Das ist voll die gute Idee. So. Hier sind voll viele Schafe, voll krass. Voll krass. Sapling, Setzling. Ja, jetzt bleibt die Frage, kann mich ja eigentlich an ein Lagerhaus machen. Ja, kannst du machen. Jetzt, ja, würde ich einfach wieder frei Schnauze bauen. Nimm's mir nicht böse, aber ich will das eigentlich nicht machen, wie wir es in der letzten Season gemacht haben. Wie willst du das denn machen? Ich würde das gerne viel allgemeiner halten. Also, jetzt nicht für, weiß ich nicht, Samen zum Beispiel eine extra Kiste und dann für rohen Fisch eine extra Kiste und für gebratenen Fisch eine extra Kiste, ne, nach dem Ja. Prinzip. Also so, dass wir ja nicht so viel mit den Kisten und Beschriften und so weiter arbeiten müssen. Weil dafür kann man sich ja auch die letzte Season geben. Wie lange du da einfach nur dran saßt. Ja. Leck mich am Arsch, Alter. Die Scheiße ist nur, wenn du das so allgemein hältst, so keine Ahnung, Holz oder so, oder nur Essen oder so Stein oder so, dann hast du innerhalb von, boah, keine Ahnung, einer Aufnahme oder so, die ganze Kiste ist schon voll. Das ist halt die Ja, Scheiße. ich will ja auch nicht nur eine große Doppelkiste für etwas da haben. Ich würde natürlich, weiß ich nicht, vier Kisten mit Holz oder so da bereitstellen. Ja, ich will nur, ja, nicht wieder 95.000 Kisten da irgendwo haben und dann
wieder Wegweiser basteln, um dann zu finden, wo irgendwas ist oder so. Also ich will mich nur nicht verirren oder lange suchen müssen, um was zu finden. Naja. Deshalb werde das auch so ein bisschen im Holz halten, so wie... Ich werde das auch so ein bisschen im Stil halten, so wie im letzten Let's Play. Hast gerade gesagt, du wirst das ein bisschen im Holz halten. Ja, ha? Bedeutet... Okay. Ja, das habe ich echt so gesagt. Bedeutet, ich... Ja, weil ich den Satz plötzlich aufgehört habe. Ich werde das mit Holz bauen. Also... Ah, okay. Ich dachte, Holzwände, etc. Ich werde das im Holz halten. Ja. Was dachtest du dabei? Dass du... Ja, wie du danach sagst, irgendwie so... was hast du danach nochmal gesagt? Ich werde das... mit Holz bauen? Nee, irgendwie so, ich werde das allgemein halten oder so. Oder leicht halten, irgendwie sowas. Ja, zum Beispiel habe ich das gesagt. Ich werde es eben so in dem Stil von der ersten Season halten. Ja. Also ich fand das schon sehr cool, wie die Kissen da an der Wand hingen. Und so versuche ich mich zu orientieren. Und wir müssen mal so langsam unsere ganze Basis ein bisschen erweitern. Ja? Also langsam wird da der Platz ein bisschen... eng. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich muss jetzt schon teilweise überlegen, wo ich die Sachen hinpacke. Beispiel, wenn du einen Vorschlag hast, wo ich das Lagerhaus hinstellen könnte, das benötigt ja auch ein bisschen Platz. Wie gesagt, wir wollen ja hier so eine riesige Stadt machen. Ja, dass du schon. Einfach ein bisschen wieder weiter. Das wäre einfach, ja, genau. Also ich werde es jedenfalls nicht mehr hier irgendwo in der Mitte reinquetschen oder so. Das wäre jetzt blöd. Aber wow, das ist echt cool, was hier alles entstanden ist. Du farmst Holz? Ja. Und pflanzen ein bisschen neu an. Ach so, okay. Damit hier wieder mehr Bäume sind. Ach geil. So ein kurzer Bauernteil und moderne Häuser, ein Caravan, Fußballfeld, eine Karte, irgendwas in der Art, ein Theater. Alles ist irgendwie dabei. Das ist so cool. Das ist so krass, ne? Besser als die ganze Zeit nur Dirthäuser oder so was. Wir haben jetzt, boah, keine Ahnung, 120 Folgen oder so und hier ist schon eine richtige Stadt entstanden. So eine kleine zumindest. Ja. Die ist zwar sehr sonderbar, aber die ist auch sehr sonderbar. Ja. Das ist keine normale Stadt. Unsere Stadt. Pascal. Ja. Unsere Stadt. Unsere Stadt, Pascal. Unsere. So, was brauche ich? Ich brauche zum Beispiel... Oh, ich brauche eine Menge Holz. Hast du jetzt gesagt, du brauchst auch Holz bei dir zum Bauen? Nö. Oder? Ah, ein bisschen. Du hast gesagt, wir haben irgendwie kein Holz mehr und ich brauche jetzt eine Menge Holz. Ja? Weißt du, wo man so dunkles Holz herkriegt? Fichte zum Beispiel. Von Fichtenbäumen. Zum Beispiel von dem Wald hinter deinem hinter deinen ersten Häusern. Da, wo wir herkamen. Also so Tannenbäume, meinst du? Ja, das dunkle Holz eben. Okay. Also wenn du das meinst. Oh, eine Menge Äxte jetzt erstmal. Ist das gleiche? Das ist nicht gleiche, oder? Bitte was? Nee, ich glaube nicht. Ist das gleiche? Ich muss mal eben schauen, was gleiche ist. Das ist gleiche. Gleiche? Ja, weil ich musste wissen, ob du die, die Bänke mit Eichen oder Fichten, Birkenholz gemacht hast. Welches Wort hast du gerade gesagt? Gleich hell. Ach du Scheiße. Bist du behindert? Ich dachte, du meinst... Was hast du denn gedacht? Ach, jetzt komm hier das erste Mal und völlig unpassend, Alter. Ich dachte, du sagst das, dieses Wort hier irgendwie. Oh mein Gott, Alter. Keine Ahnung, ey. Du wiederholst das so gleich hell. Also, hä, was will er damit sagen? Ich dachte mir jetzt so, hä, was denkst du denn? Hurra. Ich bin eigentlich ziemlich verwundert, dass hier noch keine Zombies oder so drin gespawnt sind. In dem Rathaus. Bist du gerade weit vom Haus entfernt? Nein. Können wir da mal eben schlafen gehen?